begrüßen Sie herzlich zu unserem Vortrag zu den KI-Bildungsspiralen der Studierendenmobilität neu gedacht. Mein Name ist Anja Fitter. Ich bin seit 2015 bei der RWTH Aachen im Center für Lehr- und Lernservices. Von Haus aus bin ich Biologin und seit 2015 eben vornehmlich Projektleiterin in Internationalisierungs- und Digitalisierungsprojekten. Ja, und hallo auch von meiner Seite, Stefanie Bock. Ich arbeite seit 2007 an der Technischen Hochschule in Lübeck im Institut für interaktive Systeme und leite bei uns insbesondere die Integrations- und Internationalisierungsprojekte. Ursprünglich komme ich aus der BWL, habe noch berufsbegleitend Erwachsenenpädagogik studiert. Ja, und diese Idee zu dem Vortrag hier KI-Bildungsspiralen, also unser Tales of Tomorrow, kam uns in dem Projekt Digitaler Campus, wo wir TH Lübeck und Aachen mit DAD und anderen Partnern zusammengearbeitet haben. Dann starten wir auch mit einer kleinen Einführung. Und zwar schauen wir uns zunächst mal eine Veröffentlichung an, also ein Teil einer Veröffentlichung an, nämlich ein Exzerpt aus der SESABA-Studie, einem Verbundprojekt zum Studienerfolg und Studienabbruch unter der Leitung des DAAD. Hier sehen wir zwei Interviewausschnitte von internationalen Studierenden in Deutschland. Und links, also wir haben das ein bisschen gehighlightet, links Gedanken zum Studienabbruch, weil offensichtlich nicht die gewünschten Studienleistungen erbracht werden konnten. Der Interviewte ist nach Hause gereist und dann nicht mehr zurückgekehrt, weil sie oder er offensichtlich keine Perspektive mehr in Deutschland sah, weiter zu studieren. Rechts fokussieren die Aussagen eher auf eine Unsicherheit, ob Leistungen erbracht werden können, ob überhaupt die Uniwahl gut war oder die Studienwahl gut war und ob die Sprachfertigkeiten ausreichen oder angemessen sind und ob überhaupt die ganze Lebensplanung überdacht werden sollte. Und genau so, genau hier setzen wir jetzt an mit unseren KI-Bildungsspiralen. Wir haben eine im Prinzip Problemstellung, nämlich den linearen Ansatz. Die klassische Sicht auf einen Bildungsweg in der Hochschule wird von dieser Grafik verdeutlicht. Die stammt aus dem Projekt Digitaler Campus, auf den die Stefanie eben eingegangen ist. Das Projekt war unter der Leitung des DAAD bis diesen April aktiv und wird jetzt gerade abgeschlossen. Die Grafik zeigt unter der Einbeziehung von Instrumenten und Playern, die im Projekt diese Instrumente erstellt haben, die lineare Student Journey auf. Aber ohne auf das Projekt DC näher eingehen zu wollen, ist es wichtig, dass die Linearität unserer Ansicht nach eine wirklich zu starke Vereinfachung ist. Internationale Studieninteressierte laufen, wie wir auch in Interviewausschnitten eben gesehen haben, nicht linear durch ihre Bildungsvita und durch die Hochschulbildung durch in Deutschland. Und ganz ehrlich, das tut im Prinzip ja niemand. Die Herausforderung für internationale Studierende sind ja sehr vielfältig, das wissen wir alle. Und sie spielen in den einzelnen Phasen vom Studienbeginn hin bis von der Beratung bis zum Studienbeginn hin, Verzeihung, eine sehr große Rolle. Es gibt zahlreiche Informationsangebote über ein Studium in Deutschland. Diese muss man erstmal finden, dann muss man sie filtern und sehen, ob sie einem überhaupt eine Hilfe bieten. Dann gibt es natürlich sprachliche Probleme beziehungsweise Herausforderungen, die man stemmen muss. Man hat eventuell Probleme beim Aufbau sozialer Kontakte, wenn man aus der Heimat nach Deutschland geht, in die neue Heimat Deutschland, hoffen wir. Wir haben Hürden eventuell bezüglich der Leistungsanforderungen, der Kommunikation der Leistungsanforderungen oder auch etwa eine andere Lernkultur als aus der Vorbildung, und natürlich spielen auch finanzielle, rechtliche, organisatorische Sachen eine große Herausforderung. Zum aktuellen Stand der Studienzahlen an den Universitäten in Deutschland kommen wir jetzt. Also wir werfen hier einen kurzen Blick auf die Erstsemesterzahlen.
in diesem besonderen Kontext, den wir hier jetzt aufgreifen. Bis 2019, wie man der Grafik hoffentlich entnehmen kann, waren die Erstsemesterzahlen an deutschen Hochschulen stabil auf einem sehr hohen Niveau. Und dann kam durch den Rückgang der Geburtenzahlen um 1990 und folgenden Jahren es zu einem Einbruch ab 2018. Und dieser Einbruch ist jetzt wieder ein bisschen nivelliert und stabilisiert sich. Dadurch stabilisieren sich jetzt die Zahlen auf einem niedrigen Niveau. Wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren. Diese Grafik des sogenannten Datencheck des Zentrums für Hochschulentwicklung, CHE, zeigt das nicht, aber die Stabilisierung dieser Zahlen, die hat natürlich einen Grund. Der Stabilisierungseffekt ist nicht etwa durch anwachsende Erstsemesterzahlen von Bildungsinländerinnen generiert, sondern der ist durch eine Rekordzahl von Erstsemestern aus dem Ausland bedingt. Also Studienanfängerinnen und Studienanfänger, die aus dem Ausland an deutsche Hochschulen kommen, gleichen den Effekt des Geburtenrückgangs aus. Das hat, wir sehen hier die Karte, aus welchen Ländern und Regionen Studierende kommen an deutsche Hochschulen. Das hat in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass wir in den vergangenen 10 Jahren einen über 90-prozentigen Anstieg von internationalen Studierenden insgesamt an deutschen Hochschulen zu verzeichnen haben, sodass wir jetzt um die 400.000 internationale Studierende in Deutschland haben. Genau, wie Anja gerade gesagt hat, steigen die Studierendenzahlen, internationale Studierende, aber, und das zeigt der Post von Frank Ziegele vom CAE, wir haben ein Problem mit dem Studienabbruch. Bei den nationalen Bachelorstudierenden ist es über ein Viertel, die ihr Studium abbrechen, und bei den internationalen Studierenden fast 50%. Im Bachelorbereich sind die Zahlen niedriger, 17% der nationalen und 26% der internationalen brechen ein Studium ab. Diese hohen Abbrecherquoten sind nicht nur auf individueller Ebene ein Problem. Familien haben Zeit und Geld investiert. Sie sind für die Hochschulen ein Problem, denn anvertraute Studierende wollen die Hochschulen ja zum Abschluss bringen. Aber auch gesamtgesellschaftlich sind sie ein Problem, wenn, wie in Anjas Beispiel, eine Studentin, die oder ein Student, der in Deutschland studieren will, den Studienabbruch hat und wieder ins Ausland geht, anstelle eben den Fachkräftemangel hier zu bewältigen quasi. Genau, was machen denn die internationalen Studierenden, wenn sie ein Studium abgebrochen haben, dann anschließend, oder was wollen sie, was planen sie? Die Bachelorstudierenden planen insbesondere ein anderes Studium zu beginnen, aber auch denken Sie über eine Berufsausbildung nach. Masterstudierenden streben eher eine Anstellung an oder eben ein anderes Studium. Die Frage ist hier, wo bekommen diese Menschen eine Beratung? Aus einer DZHW-Studie zeigt es, dass natürlich an Hochschulen die Studienberatungen für Studiengänge beraten. Und wo bekommen Sie Beratung für Ausbildungsplätze oder für Jobangebote? Genau, hier gibt es, hat das BMBF eine Seite, die ich sehr gut finde. Da geht es Studienabbruch und dann heißt die Seite. Hier wurden 88 Beratungsleistungen zusammengefasst. Man sieht hier auf der Karte auch, wo die alle sind. Und dort wird quasi Studienzweiflern geholfen oder Studienabbrechern geholfen, Beratung gegeben, sogar hin in eine Ausbildung, also eine Vermittlung einer Ausbildung. Zu nennen sind hier zwei Projekte, ein aus Düsseldorf Move und aus Aachen Switch, die tatsächlich auch sogar eine Verkürzung der Ausbildungszeiten bewirken. Genau, was ist nun aus unserer Sicht, könnte eine Lösung sein? Das zeigt wiederum der Post von Frank Ziegele, CAE, aus der DUZ-Publikation Mehr Kooperation zwischen Hochschulen und Betrieben.
Hier sagt er, wir brauchen eine ergebnisoffene Beratung. Und die Publikation sagt auch, was wir finden, der Mensch sollte in dieser Beratung im Mittelpunkt stehen und nicht die Systemlogik. Und unsere weiteren Gedanken sind, dass eben Biografieaspekte, Sprache, Kultur, familiäre Situationen unbedingt integriert werden sollten. Diese Unterstützung ist notwendig, denn Biografien verlaufen eben nicht mehr linear, hat Anja schon bereits erwähnt. Hier kommen wir zu unseren Tales of Tomorrow, den KI-Bildungsspiralen. Weil die Bildungswege eben nicht mehr linear verlaufen, haben wir uns eine Metapher überlegt, und zwar die Spirale. Warum? Weil sie für eine iterative Annäherung zum Ziel steht, weil sie für eine kontinuierliche Bewegung beispielsweise in Maschinen ermöglicht, weil sie für Flexibilität und Anpassungsfähigkeit steht. Und so verstehen wir eben unsere Bildungsspiralen als iterative, flexible und dynamische Bildungswege, Bildungsbiografien. Und aus unserer Sicht ist es hier wichtig, diese Bildungswege durch Beratung zu unterstützen, die eben an individuellen Bedürfnissen orientiert sind und mit unterstützt durch die Biografiearbeit. Hier sehen wir die aktivitätsorientierte Biografiearbeit, die orientiert sich an Lebensbilanz, Lebensbewältigung und Lebensplanung. Die Lebensbilanz fragt danach, wie bin ich hierher gekommen, was sollte anders gewesen sein. Bei der Lebensbewältigung fragen wir danach, welche Möglichkeiten lassen sich nutzen und welche Herausforderungen stehe ich gegenüber. Und die Lebensplanung ist halt ein Blick in die Zukunft, was plane ich in Zukunft. Die Rolle der KI, ja, natürlich wollen wir KI einsetzen, Buzzword schlechthin derzeit, aber aus unserer Sicht gibt es sehr, sehr viele unstrukturierte Daten. Es gibt Karrieredaten, Daten zu Einkommensmöglichkeiten, offene Jobs, es gibt Daten, ganz viele Daten über Studiengänge, über Hochschulen, über also Standortdaten. Und die würden wir mithilfe von KI gern strukturieren und eben matchen mit den individuellen Zielen, die die Studierenden und Studieninteressierten haben. Und dort dann auch eine Chatbot-Beratung einbauen. Ganz wichtig ist uns, dass wir diese digitale Angebot eben nicht als Standalone sehen, sondern dass wir das gerne mit persönlicher Beratung und Coaching verknüpfen möchten, was ja an Hochschulen an vieler Stelle auch schon gibt. Ich habe schon zwei Projekte erwähnt. Genau, welche Erfahrungen haben wir an der TH Lübeck und in Aachen? Wir an der TH Lübeck hatten ein Projekt, muss man jetzt sagen, zur Entwicklung eines KI-gestützten Weiterbildungscodes für die Länder Hessen und Schleswig-Holstein. Da waren verschiedene Partner neben uns, Weiterbildungsverband Hessen, die VHS Pinneberg, die für die Plattform Weiterbildungsplattform Schleswig-Holstein verantwortlich ist, das Bildungswerk und Verdi Forum Nord. Und hier haben wir ein projektbezogenes Kompetenzmodell entwickelt, auch DQR und Bloom integriert. Wir nutzen ESCO-Klassifikationen und natürlich Zielgruppenbefragung. Genau, das ist ein Blick in den Maschinenraum, kann man sagen. Auf der einen Seite haben wir das Kursangebot, das Visi-Kursangebot, und das wird strukturiert anhand der ESCO-Klassifikation und der Niveaustufen des Kompetenzmoduls. Was macht die KI hier? Die KI unterstützt die Anbieter bei der Annotation ihrer Kurse. Sie haben ihre Kursbeschreibung und mithilfe der KI werden Vorschläge gemacht, in welche Niveaustufen und Kompetenzen die einzuordnen sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann der Account, das ist die Profildaten der User und hier ist das Empfehlungssystem. Mithilfe einer geleiteten Suche,
Das sieht man jetzt hier wahrscheinlich auf dem Bild nicht so, aber da kann man können dann die User sich durchklicken und nach angestrebten, also Ziele für angestrebte Berufe angeben. Sie können Ziele für Kompetenzen festlegen und daraufhin erhalten Sie passgenaue Weiterbildung, was auch der Mehrwert ist. Und Sie erhalten auch Informationen zu Beratungsangeboten und Fördermöglichkeiten für Weiterbildung. Nach immer fast dem gleichen Prinzip mit KI in der Bildung läuft es auch in Aachen. Exemplarisch reiße ich nur ganz kurz zwei Projekte an, die hier stehen sollen. Es gibt mehr, aber dafür ist die Zeit zu knapp. Während Stefanie ja gerade über KI in einem umfassenden Bildungsmodus gesprochen hat, nämlich Weiterbildung, mit einbezogen hat, sind zwei Projekte an der RWTH. Das eine ist der AI Study Buddy, der auf der Makroebene an der Hochschule Studierendendaten und Studiengangsdaten gleichermaßen bezogen sammelt und verarbeitet, um genau zwei Zielgruppen zu bedienen, nämlich einerseits die Studienplanerinnen und diese mit dem Tool Buddy Analytics erhalten sie ein interaktives Dashboard. Das zeigt ihnen Problemlagen auf, die die Studierenden haben und sie können sie dann nutzen, diese Daten, um eventuell Anpassungen von Studienplänen vorzunehmen oder Prüfungsordnungen zu revidieren oder auch in anderer Weise darauf zu reagieren. Und dann haben wir die andere Zielgruppe, die Studierenden, die durch den Study Buddy eine Webanwendung erhält, die ihnen eine individuelle Planung und Reflexion ermöglicht. Das ist auch ein Dashboard, ein interaktives. Dann haben wir noch das zweite Projekt, was ich kurz anreißen möchte. Das ist sozusagen die Mikroebene der Hochschulbildung, KI Edu NRW. Das ist ein Projekt, das Learning Analytics Daten nutzt und damit die Möglichkeit zur gezielten Vorbereitung auf Prüfungen gewährleistet. Aus verschiedenen Quellen werden Daten zur Verfügung gestellt und können genutzt werden auch aus verschiedenen Quellen, so zum Beispiel aus Moodle oder aus dem RWTH-eigenen Prüfungssystem DynExcite oder Serious Games Ergebnissen und mit der zentralen Plattform Polaris, das ist eine Open-Source-Lösung, werden diese Daten analysiert. Und die Ergebnisse können dann in Dashboards als Statistiken angezeigt werden. Denkbar sind dann Empfehlungen oder Vorschläge für Studierende, wie sie sich gezielter auf ihre nächste Prüfung vorbereiten können. Der Mehrwert liegt auf der Hand. Es ist die individuellere Vorbereitung auf Prüfungen, indem ich analysiere, in welchen Bereichen mir noch etwas fehlt, ich Probleme hatte. Insgesamt also eine Individualisierung. Ja, kommen wir schon zum Ausblick. Wir haben gerade viel über die technische Dimension gehört und hier sehen wir ganz stark eine Verknüpfung von verschiedenen KI-Insellösungen derzeit. Also beispielsweise eine Verknüpfung von unserem Weiterbildungsscout und dem AI Study Buddy und anderen Lösungen und eben die Weiterentwicklung zu einem Empfehlungssystem. Auf der organisatorischen Dimensionen, haben wir schon erwähnt, ist aus unserer Sicht ganz, ganz wichtig, diese Kooperation zwischen existierenden Beratungsangeboten, also online und offline. Und die hochschulpolitische Dimension, über die haben wir noch nicht so viel gesprochen, ist aus unserer Sicht ganz wichtig, die Durchlässigkeit von Bildung, von akademischer und beruflicher Bildung. Und ein wichtiger Punkt auch, den wir sehen, ist die Interpretation von Abbruchquoten. Denn ein Abbrecher, das sehen wir beispielsweise in unseren Online-Studiengängen, dort gibt es so Zwischenzertifikate und da sind viele Studierenden, die von Anfang an ihres Studiums nur dieses vielleicht zwei Zwischenzertifikate machen wollten, weil sie das eben für ihren aktuellen Beruf benötigen. Und aus unserer Sicht ist es deswegen wichtig, vielleicht zu schauen, was waren die Ziele der Studierenden? Und da kommen wir wieder zu unserer Spirale und daran die Abbruchquoten zu messen. Und natürlich ein großes, großes Thema, die Anrechnung
und Anerkennung. Hier haben wir gerade in dem Projekt Digitaler Campus, was wir schon erwähnt haben, viel darüber diskutiert, dass es Online-Studierende oder internationale Studierende gibt, die beispielsweise auf ihr Visum warten, um in Deutschland zu studieren und in der Zeit schon Kurse belegen könnten, Module belegen könnten und die dann, wenn sie in Deutschland sind, dann angerechnet werden oder anerkannt werden sollten. Ja, die letzte Dimension ist die wirtschaftliche Dimension. Durch die Erhöhung der Studierendenmobilität können wir dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Ja, das ist unser Ansatz, unser Tales of Tomorrow. Vielen, vielen Dank. Und jetzt kommen wir schon zu den Fragen.